Jahre ist es her, dass der DJ und Produzent Oliver Kolecki die Pforten zu seinem Label Steel for Talent öffnete. Anlässlich des 100. Releases veröffentlicht der gebürtige Braunschweiger nun eine Doppel-CD mit altbekannten Labelgrößen wie Channel X, Kellerkind, Nico Nee und Sascha Brämer. Die 22 bislang unveröffentlichten Tracks stehen seit Ende Mai in den Plattenläden. Ich denke mal, ich verdanke Oliver bzw. Steel for Talent halt meine ganze Karriere. Also ohne das Label wäre ich jetzt nicht da, wo ich jetzt bin. Also durch die Booking-Agentur oder Releases. Also was mir das Label an sich gebracht hat hier auf jeden Fall, ist es, ich habe einen Haufen cooler, netter Leute einfach kennengelernt in der ganzen Zeit. Also wir sind hier einfach auch so eine kleine Familie, Nico, die Channel X-Boys. Ich glaube, was Olli besonders macht, er kann dann schon seine Künstler gut motivieren. Also er weiß schon, wie er das Letzte so aus seinen Künstlern rauskitzelt. Wir wollen ja immer so ein Label sein, was für Vielfalt und Abwechslung steht. Das war mir von Anfang an ganz wichtig, weil ich auch privat unterschiedliche Musik höre, zum Beispiel Fran und ich hören zu Hause überhaupt kein Techno oder sowas. Wir hören eher ganz normal Radio oder ganz viel Popmusik. Und das war mir ganz wichtig, dass wir nicht so ein festgefahrenes Label sind, die sagen, dass wir machen und solange es uns gibt, machen wir nur Minimal oder nur Techno oder nur House, sondern wir wollten immer schon abwechslungsreich sein. Und ansonsten, naja, wir haben glaube ich schon so einen bestimmten Sound, für den wir stehen. Das ist einfach elektronische Musik, die nicht so hart ist und öfter mal Melodien hat. Gerade Künstler wie Nico Nee oder Sascha Brämer sind dafür verantwortlich, dass es schon so einen bestimmten Steel for Talent Sound gibt. Dirk Schmidt traurig, sowas wie sie kommt nie wieder. Nachtzug Amsterdam Fans. Hier haben wir unser Office, unser schönes kleines Steel for Talent Office auf genau 12 Quadratmetern. Mit noch einem kleinen Extraraum, wo unsere Merchandise-Sachen lagern. Und Friedrichshain war auch der erste Ort, mit dem ich in Kontakt kam, als ich nach Berlin gezogen bin und habe mich auch sofort verliebt. Er will zu ihr Karambolage in seinem Kopf. Karambolage, sein Herz kocht. Also ich finde bei Steel for Talent grundsätzlich gut, dass auch ein bisschen experimentiert wird und nicht so engstirnig gedacht wird, sondern dass man auch anderen Leuten, zum Beispiel wie der Band Nerd, einfach mal Raum gibt. Das ist ja der Bassist von den Koleckis, der und der Gitarrist, die beide jetzt auch diese Nerd-Band haben und dass einfach sowas auch probiert wird. Und ich finde das einfach super, weil Vocals, es wird einfach viel Raum gegeben, um sich künstlerisch einfach zu verwirklichen dort. Also ich denke mal, wenn ich jetzt kein Berliner Label hätte, wäre es auch schwieriger gewesen, zum Beispiel Labelpartys in Watergate oder Bar 25 oder Katteholzig zu kommen. Ich denke mal, das hilft einem doch schon, halt den Kontakt auch zu anderen DJs oder anderen Labels oder zu der Szene halt einfach zu haben. Wie kriegst du das so hin, so quasi als Labelchef zu arbeiten, gleichzeitig noch Musik zu machen? Musst du wirklich so als Labelchef auch so ein bisschen so vaterrollenmäßig teilweise übernehmen, dass du sagst, oh, ihr müsst jetzt das fertig kriegen? Oder sind deine Künstler quasi eigentlich schon recht selbstständig in der Hinsicht? Das hängt extrem vom Künstler ab. Also nee, ich muss da schon so, jetzt keine Ahnung, das Wort Vater benutze ich jetzt nicht, aber ich muss natürlich schon hinterher sein, den Leuten in den Arsch treten, den Deadline setzen. Manche können das von alleine, anderen muss man immer wieder dran erinnern, sonst werden die nie fertig. Ich bin grundsätzlich jemand, der Deadlines braucht. Wäre schön, wenn es nicht so wäre, aber manchmal braucht man es einfach, weil sonst verfrickelt man sich einfach auch zu krass. Zum ersten Teil deiner Frage, wie ich das zeitlich hinbekomme. Ich bekomme es eigentlich nur so hin, indem ich meine komplette Freizeit opfere, zum Leidwesen meiner lieben Frau, die da das oft das Nachsehen hat. Also Labelarbeit nimmt einen großen Teil ein, aber produzieren, gerade jetzt in der Phase, wo ich gerade ein neues Album schreibe, nimmt viel Zeit ein, aber vor allen Dingen die Auftritte. Jetzt im Sommer, jetzt im Juni spiele ich 20 Gigs, im August spiele ich fast 20, im Juli fast 20, im September wieder über 20. Also das heißt, ich bin ja von zwei Drittel des Monats trete ich einfach auf. Und das heißt, viel Labelarbeit mache ich auch einfach aus dem Flugzeug oder aus dem Taxi über mein iPhone. Das würde ja sonst gar nicht anders gehen. Und die paar freien Tage, die ich habe, da
fahre ich zum Schlesischen Tor in mein Studio und mache halt Musik und verbringe dann die Abende mit meiner Frau. So sieht dann der Alltag aus, wenn man sein Leben der Musik und dem Label opfert. It was a clear black night, a clear white moon. Boy, me was in the bar, looking to consume some drinks for the eve, so I could get drunk, just sipping on my drink, chilling all alone. So here's a little tip for you and me. Take care of your liver, don't you see? It needs lots of booze to be happy and free. So here's what you do if you want it to be. Auch mit Olli zu arbeiten, das ist eigentlich total lässig. Also das muss man wirklich sagen, also er ist jetzt nicht so der typische Chef oder so, ja. Es ist also wirklich, man hat so einfach eine freundschaftliche Basis und er sagt einem einfach auch so Sachen, das und das könntest du vielleicht mal verändern oder da könntest du was machen, aber er lässt einem grundsätzlich, lässt einem freie Hand und lässt einer frei entscheiden, worauf man Lust hat. Also er drängt da jetzt keinen irgendwo hin in irgendeine Richtung. Also es macht schon Spaß. Also ich bin absolut froh, dass er so ist, wie er ist. Take a shot of tequila, Mila. Chug a sangria for Pia, Mia and Leah. Quaff some fancy Chardonnay tray. Goggle some Merlot, bro. Just let yourself go. Die Warschauer Straße hat mich schon immer fasziniert. Ich weiß, dass sie auf einer Seite total hässlich ist. Sehr hässlich. Aber mich überkommt immer so ein Gefühl des Nachhausekommens. Das heißt, immer wenn ich vom Wochenende nach Hause komme, im Tegel lande und mit dem Taxi herfahre, immer wenn ich auf der Warschauer Straße einbiege, dann habe ich immer so eine, ach, schön, jetzt bist du wieder zu Hause. Und ich gehe jetzt auch hier gezielt mit euch über den grünen Mittelstreifen, um zu zeigen, dass die Warschauer Straße auch gar nicht so hässlich ist, weil im Sommer ist das hier auch schon so eine kleine Oase. Und ich habe ja sogar schon einen Check, so genannt, auf dem Großstadt Mengenthal 1, heißt ein Stück Warschauer Straße. Ja, irgendwie, so hässlich das Teil auf einer Seite auch ist, mag ich die Straße einfach total. Join that span, I'll get to know you, you'll get to know me, I'll get to know you. Join that span, you'll get to know me. Schon das 100. Release draußen von Steel for Talent. Als es 2005 so die Reise begonnen hat, mal so eine ganz klassische Frage, hast du dir so vorgestellt, dass es wirklich so lange geht? Also dass du echt bis zum 100. Release, sind ja auch schon 8 Jahre jetzt mittlerweile. In meinen rosa-roten Träumen oder wahrscheinlich nicht mal da. Nee, habe ich mir nicht so vorgestellt. Ich habe zwar immer Hoffnung gehabt, dass wir lange durchhalten oder dass es vielleicht ganz gut laufen würde oder aber dass wir wirklich schaffen, den 100. Release zu erreichen und dass es auch irgendwie 8 Jahre wir das so durchziehen und wir auch das alles finanzieren können und jetzt sogar 3 Mitarbeiter haben. Nee, das, daran habe ich am Anfang, das habe ich nicht erwartet. To bring me back on trail, we might get lost. Würdest du sagen, dass der Sound sich entwickelt hat über die letzten 8 Jahre, um diesen 100 Releases, oder? Doch, das schon, ja. Wir waren am Anfang härter. Das lag auch daran, dass ich härter war. 2005, der Mückenschwarm, war ja auch ein bisschen härter noch. Und mit Großstadtmärchen wurde es dann soft. Und das war aber Zufall, dass sich die allgemeine Musik Richtung in Deutschland auch so entwickelt hat. Das kam uns sehr entgegen und über die 8 Jahre kann man einfach sagen, dass wir so uns vom Techno zu Haus bewegt haben. I've met the devil, seen him around, because we share this same town. Du arbeitest momentan an was Neuem. Ja. Gibt's da schon was Konkretes zu? Kann man da irgendwie was erfahren? Och, naja, so ein bisschen. Vor dem Album ist nach dem Album. Also es gibt ein neues Album, mein 5. Album. Es wird nicht Großstadtmärchen 3 heißen, das kann man schon raten. Es wird ein bisschen mehr für den Dancefloor sein. Es wird nicht so poppig werden wie Großstadtmärchen 2. Ich bin so mittendrin, habe jetzt 10 Skizzen, davon sind so 5 schon richtig gut. Es wird trotzdem natürlich wieder Vocals geben.
Aber es wird also alles so ein bisschen internationaler werden. Also es hat keinen deutschen Namen, es wird nicht so viele deutsche Texte geben. Und ja, alles ein bisschen mehr für eine Dancefloor, dass ich meine eigenen Lieder auch mal wieder auflegen kann. Weil das hat mich so ein bisschen genervt in letzter Zeit, dass ich die Lieder dann im Studio so poppig produziert habe, dass ich dann die als DJ irgendwie gar nicht mehr spielen konnte. Von daher, ja, ein bisschen mehr for the Dancefloor. Always waiting for